Hallo zusammen, hier ist wieder Anja. Ich habe in Amazon dieses Kräuteranzuchtset gesehen und dachte, das muss ich doch gleich mal ausprobieren und habe es mir bestellt. Jetzt wollte ich es zusammen mit euch auspacken. Den Holzkasten finde ich schon mal sehr schön und auch die Metalltöpfe, obwohl ich glaube, sie sind ein klein bisschen verformt, aber es fällt kaum auf. In den Töpfen ist schon etwas Anzuchtsubstrat. Hier könnt ihr es noch ein bisschen besser sehen, sie sind leicht verformt. Mal schauen, wo die Samen sind. Da habe ich sie gefunden. Basilikum, Schnittlauch und Petersilie sollen dabei sein. Ah, da ist die Petersilie. Okay, 5 Samen zähle ich jetzt. Das ist ein bisschen wenig. Okay, ich mache mir mal noch schnell ein paar Plastiktöpfe holen, weil ich nicht gleich das Substrat in die Metalltöpfe machen wollte. Die passen auch perfekt da rein. Und ich muss euch gestehen, 5 Petersiliensamen fand ich ein bisschen wenig. Da habe ich noch schnell aus meiner Samenbox etwas Petersilie geholt. Hier nochmal der direkte Vergleich. Dann legen wir mal los und geben das Anzuchtsubstrat in die Töpfe. Upsi, sehr schlau von mir. Ich hätte es besser in die Box gestellt, weil in der Box ist unten noch eine Plastikschale. Und weiter geht es. Beim Einfüllen fällt mir schon auf, dass die Töpfe nicht ganz voll werden. Also ich denke mal, ich werde nachher noch ein bisschen Anzuchtserde obendrauf geben. Ich beginne nun mit dem Schnittlauch. Und dann geht es mit der Petersilie weiter. Natürlich 5 Samen sind etwas wenig. Da nehme ich noch von den gekauften Samen. Und zu guter Letzt das Basilikum. Dem Set wurde auch noch Kreide mitgeliefert zum Beschriften in 3 Farben. Ich werde die weiße Kreide benutzen. Jetzt befeuchte ich schon mal alles mit etwas Wasser. Und gebe noch etwas Anzuchtserde oben drauf. Also ich habe schon ein kleines Zwischenfazit für mich selbst. Ich finde das Anzuchtset aus Amazon gar nicht so schlecht. Es war recht günstig. Und wenn man 2, 3 kleine Basics, die man zu Hause hat, dazu steuert, dann finde ich es eine richtig schöne kleine Idee. Vielleicht wird der Hersteller ja auch künftig ein paar mehr Petersiliensamen dazugeben. Und noch einmal zu guter Letzt die Erde befeuchten. Ich möchte euch noch zeigen, wie toll die Tomatillo gewachsen sind aus dem Chili-Video. Das Video verlinke ich euch am Ende. Das sind sie schon. Also wie gesagt, die Aubergine macht sich ein bisschen schwer. Das ist nicht so schlimm, das habe ich auch nicht erwartet. Aber die Tomatillo sind schon super gewachsen und die müssen unbedingt in größere Töpfe. Und das mache ich jetzt. Dazu erstmal ein wenig Platz schaffen. Und etwas von der Anzuchtserde ein klein wenig unten in den Boden der Töpfe geben. Vorsichtig die Tomatillo-Pflänzchen mit einem Löffelchen oder einer Pikiergabel aus dem Anzuchtset rausholen und dann ganz behutsam auseinander machen.
sodass ihr die einzelnen Pflänzchen habt. Und jetzt auch vorsichtig, damit ihr die Pflänzchen nicht beschädigt, mit Erde auffüllen. Sie müssen nicht perfekt gerade dabei stehen, sie werden sich nachher noch mal ein bisschen richten und gerade wachsen. Ich habe absichtlich immer zwei Pflänzchen in einem Topf, da ich sie nachher so in einen ganz großen Topf pflanzen möchte. Das werde ich jetzt schnell mit einem Pflänzchen machen. Jetzt auch hier die Erde gut befeuchten, dass die Pflänzchen hier auch wieder gut anwachsen können. Am Ende des Videos werde ich euch gleich mal ein Bild zeigen, wie sie mittlerweile aussehen. Ebenfalls werde ich euch gleich noch ein Bild zeigen, wie das Kräuterset nach 12 Tagen aussieht. Die ersten Samen sind schon aufgegangen und auch die Tomatillos sind super gewachsen. Wenn ihr mich über mein Gartenjahr begleiten wollt, abonniert gerne den Kanal.